Die Templetons schmiedeten Pläne für den neuesten Familienzuwachs. Was zur... Tim! Das ist ein neuer Bruder. Aber dieses Baby hat andere Pläne. Wir Babys stecken in der Krise. Babys bekommen nicht mehr so viel Liebe wie früher. Ich präsentiere unseren Todfeind. Welpen. Oh. Nein! Genau das ist das Problem. Habt ihr irgendwas gelernt? A, B, C, D. Nein, was habt ihr über Welpen gelernt? Ja, Welpen lernen! Nein, Jimbo, Welpen sind böse. Stacy liest die Notizen vor. Ich kann nicht lesen. Was steht da? Boss, Eltern! Oh, als hätten sie ihr eigenes kleines Meeting. Wer möchte Nachtisch? Das ist zu demütigend. Sie haben das richtige Baby für den Job. Ich weiß, wie wichtig diese Mission für die Firma ist. Mission? Du kannst sprechen! Furzpupskacker! Ah! Ich regle das mit dem KIND. Wer bist du? Ich habe eine Mission. Es gibt nicht genug Liebe für uns beide. Mein Job ist es, den Grund dafür rauszufinden. Besorg mir einen doppelten Espresso und guck, ob man hier irgendwo anständiges Sushi kriegt. Ich würde töten, wenn ich dafür eine Spicy Tuna Roll kriegen würde. Mom, Dad, das Baby kann sprechen! Das bedeutet Krieg! Oh ja! Lass los, du Kleiner! Sieh mal, die Kinder vertragen sich endlich. Das ist toll. Wenn ich die Mission nicht erfülle, muss ich für immer hier mit dir leben. Na gut, ich helfe dir. Aber nur, um dich loszuwerden. Deal. Hier kommt der Yummy-Yummy-Hops. Nein, nein! Sie sehen höher. Yummy-Yummy. Okay. Da hast du Yummy-Yummy. Wie kommen wir an der Wache vorbei? Das ist die größte Demütigung meines Lebens. Ich trage keinen Matrosenfummel. Du ziehst das Ding jetzt an. Was hast du getan? Du. Was soll der Krach? Ist er nicht zum Knuddeln? Oh, und für dich habe ich auch einen. Was? Kacke, was? DreamWorks, The Boss Baby. Leg den Keks weg. Kekse sind für Schwächlinge. Das war der zweite Trailer zu The Boss Baby, den uns 20th Century Fox voraussichtlich ab dem 20. April 2017 in die deutschen Kinos bringt. Vor einigen Wochen gab es ja den ersten Trailer, der sah schon ganz süß aus, ganz interessant, aber vor allem dieses Boss Baby war dezent charismatisch. Aber hier den zweiten Trailer finde ich noch viel cooler, vor allem so kleine Aussagen wie Welpen sind die größten Feinde von Babys, aufgrund ihres Süßheitsfaktors kriegen sie fast mehr Liebe als die Babys. Und wenn man dann dieses Baby sieht, das wie in einer Art Babyfirma versucht, mehr Liebe zu akquirieren, dann ist es natürlich irgendwie eine freakige Idee und eine, wo man aber auch sagen muss, sind wir ganz ehrlich, Haustiere und kleine Kinder machen eine ganze Menge Schwachsinn und Blödsinn und trotzdem will man sie immer wieder knuddeln und gerne haben. Und darüber einen Animationsfilm zu machen, ist zumindest eine Idee, wo man als Publikum das sagt, oh, das gucke ich mir gerne an, weil ich musste auch bei den Welpen Ohr machen und deswegen bin ich gespannt, was The Boss Baby kann. Und ich mag vor allem eben diese Präsenz von diesem Baby, aber auch all die möglichen Situationen, die man ringsherum kreieren kann, die man wahrscheinlich auch kennt, wo man sagt, ja, genau so war ich vielleicht früher oder genau so waren meine Geschwister oder genauso sind vielleicht die eigenen Kinder gewesen, gibt es hier auf jeden Fall eine ganze Menge, was man daran erzählen kann. Der Animationsgrad Look sieht ganz gut aus. Das Tempo im neuen Trailer ist ein bisschen besser als noch im ersten, finde ich. Und ich mag auch die musikalische Auswahl sehr. Und das Ganze aus der Situation des 7-jährigen Tim zu erzählen, der in seiner Familie eben einen neuen kleinen Bruder bekommt und der nicht weiß, wie er damit umgehen soll und was sich dann noch für ein Geheimnis hinter diesem Baby verbirgt, ist natürlich auch so eine Struktur auf zwei Ebenen, wo ich glaube, dass das hier ein interessanter Animationsfilm werden könnte. Und ich bin gespannt, ob sich Tim in seiner Familie am Ende durch dieses Chaos, was entsteht, durch dieses neue Familienmitglied, vielleicht alles nur ein Stück weit auch erspinnt oder erdenkt oder ob dahinter diese Geschichte, die hier angerissen wird, wirklich wahr ist. Da bleibt zumindest einiges an Möglichkeiten offen. Was sagt ihr denn zu diesem neuen Trailer zu The Boss Baby? Lasst es mich gern in den Kommentaren wissen und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.